Shinto, vital, gesund, schlank, das Gesundheitszentrum in Dormagen. Ja, hallo, wir sind hier im Shinto in Dormagen und ich sitze hier ganz gemütlich mit dem Michael zusammen. Michael ist ein Mitglied seit ein paar Jahren. Hallo zusammen. Und ich stelle jetzt ein paar kurze, knappe Fragen, dass ihr mal so einen kurzen Überblick über Shinto bekommt. Hi Michael. Hallo Franco. Michael, wie lange trainierst du schon im Shinto? Schon ein paar Jahre. Wie gesagt, schon im alten Studio gewesen und jetzt auch hier wieder im neuen dabei und fühle mich hier sehr wohl. Was waren deine Ziele, als du angefangen hast, hier im Shinto zu trainieren? Was hattest du vor? Also auf jeden Fall abnehmen, fitter werden und das ganze Lebensgefühl, dass es einfach schöner wird. Was hat sich bei dir so am Körpergefühl, an der Muskulatur, an der Kondition irgendwie, was hat sich verändert in den letzten paar Monaten? Also auf jeden Fall, die Körperfülle ist wesentlich weniger geworden schon, muss noch, aber sie ist schon weniger geworden. Der Muskel, also sag ich mal, ich gehe einfach heute die Treppen hoch, statt mit dem Aufzug zu fahren oder sonst irgendetwas. Hier an den Geräten fällt es wesentlich einfacher alles, also von dem her nur positiv. Shinto hat ja viele einzelne Module. Welcher Bereich von diesen Modulen gefällt dir am besten oder ist dir die Kombination das Geile? Also ich finde genau, das ist es. Die Kombination finde ich super. Ne? Ich mache halt, wie gesagt, erstmal immer E-Gym so ein bisschen und dann gehe ich rüber zum Kabelzug. Und jetzt der neue Bereich, den hatte ich mir jetzt auch angeguckt. Der Genau, finde ich super. Und da werde ich auch mir jetzt von den Trainern mal ein bisschen Einweisung geben lassen. Kurz und knapp, was macht der Shinto anders als andere Fitnessstudios? Das ganze Ambiente ist komplett anders. Ne? Man ist immer in der Betreuung, man kann jederzeit jemanden ansprechen. Die ganzen Vorträge, die von dir gehalten werden, sind mega gut und super wichtig, finde ich, ne? um den ganzen Hintergrund auch so ein bisschen zu verstehen und sich dementsprechend dann auch zu verhalten. Kann man das Shinto, also Fitness kann ja jeder, wir sind ja, aber Gesundheit kann nicht jeder. Genau. Und das ist ganz klar, das ist ein dramatischer Unterschied, aber der Kern ist immer die Muskulatur, über die geht gar nichts und die Nährstoffe. Kann man das Shinto weiterempfehlen? Definitiv. Also meiner Meinung nach gibt es kein besseres Studio. Also ich wüsste es nicht. Aber bei den anderen geht man einfach nur hin und macht so, sag ich mal, trainiert irgendwas. Keine Begleitung, keiner kümmert sich drum und so weiter. Ne? Und ja, das ist hier komplett anders. Erfolgsanalysen und so gibt es woanders nicht. Ja, genau. Alleine das schon, ne? Diese Messungen, die man hier die machen Matrix kann und so weiter, ne, das gibt es sonst nicht. Definitiv. Das war ein tolles Lob, nimmt das Shinto gerne an, ich gebe es an die Team, die Mitarbeiter weiter und ans Team. Das ist ein richtig tolles Team. Ein besseres Lob kann man nicht kriegen. Vielen Dank, Michael. Sehr gerne, Franco, jederzeit. Kommt rein. Kommt hier hin.